Herdäpfel bringen Kraft für die Muskeln und das Hirn. Mit Herdäpfel könnt ihr die schwierigsten Rechnungsaufgaben lösen. Ihr könnt auf Bäume aufklettern. Ihr bleibt stark und ihr wachsen die Verrückte. Wer viel Herdäpfel isst, schlaft gut, hat eine schöne, glatte Haut und kann gut lernen. Und auch die Erwachsenen bleiben fit im Kopf und können nicht so schnell graue Haare haben. Jetzt kommt der Herdäpfeltrick. Immer an dieser Stirn kennt mir der kleinste Erdäpfel am Boden. Ich glaube, der wird einfach nicht im Topf. Erdäpfel haben ja meistens Mädchennamen. Charlotte, Mietje. Ja, das stimmt, Desiree. Und darum kommt jetzt der Erdäpfel auch ein Mädchennamen über. Und der heißt ab jetzt? Rosa! Ja, meine Mutter hat mir mal die Geschichte von der Rosa erzählt. Aber angefangen hat die Geschichte mit einem anderen Mädchennamen. Und das war der Name von meiner Bauernmädchen. Und die hat Vreni geheißen. Ja, aber weil sie so klein war, haben alle Vreneli gesagt. Das Vreneli war das einzige Kind in dieser Bauernfamilie. Dass das aber eine Zeit etwas Besonderes war. Ja, normal sind die früher noch 8 bis 12 Kinder gewesen. Ja, je mehr Kinder, desto mehr haben mithelfen auf dem Bauernhof. Heute ist ein Einzelkind ist ja nicht mehr besonders. Aber zu selber Zeit schon. Und an einem Tag hat das Vreneli ein Säuli bekommen. Ein Säuli, ja. Habt ihr schon mal ein Säuli bekommen? Ja. Ein Säuli zum Geburtstag, ein Säuli. Hast du schon mal ein Säuli? Ja. Säuli, ja. Ja, so, also, das darf ich schon. Ich kann mal die Kugel bekommen. Ja, aber eben zu einem Bauernmeidli hat natürlich so eine Säule gut gepasst. Und wenn man genau anschaut, sieht so einen Herdäpfel auch aus wie eine Säule, oder? Nein, nein, Säule. So, kleine Äugli, schöne runde Schinken, ruggelt gerne im Dreck. Und wenn man es zu lange liegen lässt, würde jetzt da sogar noch ein kleines Schwänzchen rauswachsen. Die Rosa war die kleinste Säule, die als letztes auf die Welt kam. Und weil die Mutter es auch nur 8 Sitze hatte, hat es bei meinen Säulen einfach keinen Platz mehr für die Rosa. Alles besetzt und niemand hat ihren Platz gemacht. Also hat der Nachbarsbauer das Säule zum Vreneli gebracht. Ja, es hat Hunger. Und es braucht jemanden, der zu einem schaut, sonst muss man sterben, hat der Nachbarsbauer gemeint. Und die Mutter hat im Keller einen alten Babyschoppen gefunden und hat lauwarme Kuhmilch gefunden. Ja. Wenn es trinkt, kann es vielleicht überleben, hat der Vater gemeint. Und die Mutter ist auf den Küchentisch gehockt und hat dem Säuli das Fläschchen gegeben. Aber das hat nur gequietscht und zabelt. Das hat einfach nicht wollen trinken. Lass mich! Ich muss schauen, dass es richtig trinkt. Ich tue es füttern. Lass mich! Hat das Vreneli gestampft und mit dem Fuß aufgestampft und hat gesagt: Lass mich, ich kann das! Die Mutter war zwar nicht sehr überzeugt gewesen, hat dann aber gleich nachgegeben. Und das Vreneli hat das Säuli auf seinen Schoß genommen und hat ihm gut zugeredet. Hey, du musst trinken, Säuli, sonst musst du sterben und das darfst du jetzt nicht. Ja. Ich habe dich doch erst gerade geschenkt bekommen, ich muss jetzt zu dir schauen. Du musst aber auch mithelfen, gell? Sonst klappt es nicht. Und hat dem Säuli ganz säuferlich den Sauger vom Babyfläschchen ins Maul geschoben. Ja, man sagt ja, dass Säuli sehr gescheite Tiere sind. Und ich glaube, das stimmt. Auf jeden Fall hat das Säuli irgendwie verstanden gehabt, dass es jetzt ernst gilt. Und hat angefangen zu suchen. Und schlabern und schmatzen, dass ihm die Milch nur so über die Schnauze gelaufen ist. Ja, da haben sich wohl zwei gefunden, hat die Mutter gemeint. Und der Vater hat genickt und eine grosse Holzkiste geholt, die er mit Stroh ausgelegt und neben der Küche hergestellt hat. Ja, es saugert nicht in die Küche, hat die Grossmutter gemeint. Ja, so ein Winzling. Ja, kannst du ein Zwergli taufen, Vreneli, gell? Du musst schauen, der Winzling wird dann dick und fett wie der Bürgermeister. Ja, kannst du es auch Bürgermeister taufen, hat der Vater gemeint. Ich taufe es Rosa. Ja, es ist ja ein Mädchen und rosarot ist es auch. Die Eltern haben gelacht und die Grossmutter hat den Kopf geschüttelt. Weil ihre Schwester, also die Grosstante von Vreneli, auch Tante Rosa geheißen hat.
Und als dann die Tante Rosa mal auf Besuch war, hat sie schön gestohlen. Und sie hat gesagt, ja, so, so. Was soll ich heisst also gleich wie ich? Ja, dann hoffen wir, dass es nicht einmal meine Hüte trägt. Tante Rosa hat Hüte über alles geliebt. Sie hat jeden Tag einen auf dem Kopf gehabt und die Heime den ganzen Schrank voll. Ja, du hast ja mehr als genug, Tante Rosa. Du kannst mit dem Säuli ruhig mal ausnahmsweise einen zum Sonntagsspaziergang auslehnen. Das ist schon ein bisschen frech, aber alle haben gelacht. Oh. Jetzt habe ich von unten schnell fast die Suppe vergessen. Also, Salz und Pfeffer kommt auch noch rein. Oh, ja, die Suppe sollte ja nicht nur gesund sein. Haben Sie nicht gern Pfeffer? Ja! Oh, bitte. Er hat nicht gern Pfeffer. Also, die, die nicht gern Pfeffer haben, sage ich Stopp, wenn ich es Stopp sage. Nein! Nee! Wir machen das mit Kompromiss. Nein, jetzt Prise. Also, Prise. Zwei Hanfle. Stopp! Im Salz muss man aufpassen. Aber wir sind aber nicht mehr so gut. Ja, ein bisschen zu wenig. Und es schmeckt langweilig. Und ein bisschen zu viel. Und es schmeckt gerade sofort gruselig. Weil Salz ist nämlich fast das Wichtigste für den Geschmack. Und wenn der Koch die Suppe versalzen hat, dann sagt man, er sei verliebt gewesen. Könnt ihr ja selber überlegen, warum. Also in diesem Sommer. In dem Sommer, wo das Säuli Rosa zum Vreneli kam, da ist im Nachbarsland der Krieg ausgebrochen. Es war 1939. Und weil der Krieg an keiner Grenze Halt gemacht hat, man auch in der Schweiz Angst bekommen. Ja, im Radio hat es geheißen, man müsse auf die Plakate achten. Und über Nacht sind dann auch überall Plakate aufgehängt worden. Allgemeine Mobilmachung ist mit grossen Buchstaben drauf gestanden. Und alle Männer mussten einrücken, wie man in der Militärsprache sagt. Ja. Der Vater hat die Mutter, die Grossmutter und das Vreneli nicht alleine lassen wollen. Aber im Krieg gelten andere Gesetze. Es müssen alle Männer mitkommen. Ihr werdet Helden sein. Und die Armee schenkt jedem ein paar neue Lederstiefel. Einige sind freiwillig gegangen. Und die anderen hat man gezwungen. Man hat die Väter und die jungen Männer in Uniformen gesteckt, auf Lasten geladen und ist losgefahren, um die Grenze zu bewachen. Und der Vater des Vreneli, der müssen mit. Kennen Sie das? Ja, ja, nein, ja. So sieht es aus, wenn es kalt ist. Was ist das? Rettig, genau. Rettig. Mehr Rettig ist ein bisschen kleiner. Und scharf. Wenn man in der Schale oder im Blut Ärger hat, dann muss man Rettig essen. Ja, Rettig spürt den Ärger weg, sagt man. Ja, manche sagen auch, das sei ein unanständiges Gemüse, weil man davon muss furzen. Furzen ist gesund. Furzen ist gesund, hat meine Großmutter immer gesagt. Ja, das hat sie gesagt. Man muss einfach wissen, wo. Wo stand das Theater? Und man muss vor allem wissen, wann. Ja, ich erzähle einfach eine Geschichte. Ja. Hey, und zu der Zeit, wo fast überall Krieg war, da hat es noch kein Fernsehen gegeben. Ja, jeden Abend. So fies! Jeden Abend, wenn im Stall und im Haushalt alle Arbeit gemacht war, dann sind alle in der Stube zusammengesessen. Ja, man hat aber nicht am Computer gespielt oder Fernsehen geschaut. Nein! So fies. Hey, man hat sich Geschichten erzählt. So wie ich jetzt eine Geschichte erzähle.